Hallo Welt! Im Rahmen einer Reihe von Skype-Gesprächen in Vorbereitung auf das CLC 13, das Corporate Learning Camp 2013 in Frankfurt, ist mein heutiger Gesprächspartner Joachim Niemeyer. Joachim Niemeyer ist Betriebswirtschaftler, Dr. Rerpol und ausgezeichneter Honorarprofessor in Stuttgart. Dort leitete er bis 1995 das dortige Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, und zwar im Bereich Unternehmensführung, war danach Geschäftsführer der T-Systems Multimedia Solutions in Dresden, wo er auch das Dresdner Zukunftsforum mit auf die Beine stellte, was mit internationalen Speakern wie Jared Lanier, Sir Tim Berners-Lee, David Weinberger und Ray Kurzweil mit richtig international bekannten Speakern aufwartete. Ist Executive Consulting bei CentreStage, erfolgreicher Autor und quirliger Twitterer. Die Reihe ließe sich noch beliebig fortsetzen. Alles in allem ist Dr. Niemeyer so etwas wie ein 400-Pfund-Gorilla im Bereich Multimedia und E-Learning und Teilgeber auf dem Corporate Learning Camp in Frankfurt. Herr Niemeyer, erstens mal schön, dass Sie bei der Agenda überhaupt Zeit für uns haben. Und ja, hallo. Zweitens, erinnern Sie sich noch an Ihr erstes E-Learning-Projekt? Ja, ungern. Es ging damals um eine WPT-Produktion von einem Schulbuchverlag. Und wenn man, wir haben damals sehr viele Internetprojekte gemacht und hatten gedacht, ja gut, dann können wir natürlich auch ein E-Learning-Modul für einen Schulbuchverlag erstellen. Und das war für uns schon eine ganz andere Welt, weil die Prozesse, die Abläufe, die Strukturen, die haben uns damals ziemlich gefordert. Und was war Ihr letztes Projekt? Das letzte Projekt gibt es gar nicht. Ich bin noch in den letzten Projekten drin. Da geht es eigentlich darum, die Möglichkeit, wie kann man eigentlich in einem großen Unternehmen, wo die Arbeitswelt sich wandelt, wo es darum geht, dass die Mitarbeiter ihre Kreativität einbringen wollen, dass sie flexibler und reaktionsfähig werden, dazu nutzt man heute sehr stark eben auch so diese ganzen Enterprise 2.0 Social Business Plattformen. Von der technischen Seite her ist es in vielen Unternehmen heute Standard. Aber die Frage ist, wie arbeitet man damit? Und das bin ich im Moment in mehreren E-Learning-Projekten drin, wo es einfach darum geht, zu versuchen, den Leuten neue Wege aufzuzeigen, wie sie einerseits mit diesen Werkzeugen arbeiten können und wie sie auch besser damit lernen und sich austauschen und sich informieren können. Wenn Sie jetzt diese beiden Projekte, Ihr erstes und Ihre aktuellen, vergleichen, was hat sich in den vielen Jahren verändert? Also man weiß heute natürlich schon sehr viel mehr darüber, wie man Lernen angehen muss. Ursprünglich war das eben sehr stark, dass jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, wie jemand zu lernen hat, welche Inhalte zu lernen hat, in welchen Schritten, in welchen Abfolgen. In dem heutigen Lernszenarien hat man, glaube ich, erkannt, zumindest wenn man in den Unternehmenskontext reinschaut, dass man eben gar nicht mehr so viel vorgeben kann, was man lernen muss, dass die Situationen plötzlich auftreten und dass man einfach vertrauen muss, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, auch in offenen, in unüberschaubaren, in komplexen Situationen sich selbst organisiert und kreativ zurechtzufinden. Also der Unterschied ist, früher hat man sich insbesondere in Unternehmen auch hinsetzen können und überlegen, was braucht denn so ein Mitarbeiter, was braucht ein Projektmanager, was braucht ein Softwareentwickler, was braucht ein Vertriebler und hat ihn schulen können. Die Chance hat man heute immer weniger. Also wenn Handlungskompetenz für Unvorhergesehenes gefordert ist, wie kann man dann klar qualifizieren? Ja, man muss sich dann einfach mal auch überlegen, und da bieten ja heute auch gleichzeitig diesen ganzen Social-Media-Technologien eine Menge an Chancen, die bisherigen Lernmuster, die bisherigen Formen des Wissenstransfers neu zu gestalten. Und die Qualifizierung sieht einfach so aus, dass man klar heute weiß, Lernen auf Vorrat ist eigentlich in vielen Bereichen passé und die modernen Kommunikationskanäle, die modernen Kollaborationsplattformen bieten einfach neue Möglichkeiten des Lernens. Hält da das HR und auch so das normale Intranet in den meisten Unternehmen, kann das damit Schritt halten? Naja, das Intranet-Unternehmen ist ja in vielen Unternehmen typischerweise eben noch ein sehr klassisch aufgebautes Intranet, wo es eben Spezialisten gibt, die Inhalte einstellen, die Inhalte werden aufbereitet, die werden poliert, die werden redaktioniert.
Das ist nicht das, was wir mit dem Austausch in Unternehmen heute meinen. Heute geht es darum, dass man eben das Wissen, das Know-how von allen Mitarbeitern nutzt, nicht nur von ein paar Experten. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, dass jetzt eben in den Unternehmen das Wissen von allen Mitarbeitern kommt, dass es nicht mehr darum geht, Inhalte nur zu vernetzen, sondern auch Mitarbeiter, Menschen in den Unternehmen zu vernetzen. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass man in der Vergangenheit eben sehr stark darauf aufgebaut hat, in solchen Plattformen nur gesichertes Wissen zu kommunizieren, während es heute eben sehr viel stärker darum geht, Wissen neu entstehen zu lassen, Wissen zu diskutieren, Erfahrungswissen aufzubauen. Da höre ich schon, da sehe ich schon die IT und auch das Management vor mir und sehe das Wort Kontrollverlust. Ja, das ist eigentlich ein Punkt, wo man in der Vergangenheit auch häufig gesagt hat, ja, das wird scheitern an der IT, das wird scheitern am Management. So meine Erfahrungen gehen eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Das Management sieht und erkennt eigentlich, dass es, ohne zu viel von der Technik zu verstehen, dass es wichtig ist, neue Kommunikationsmöglichkeiten aufzutun, neue Wege zu gehen, wie Mitarbeiter zusammenzuarbeiten, wie man Wissen entwickelt, wie man Erfahrungen austauscht. Und vor dem Hintergrund sind die durchaus in der Lage, solche Themen eigentlich anzugehen. Ich glaube, die Angst vor Kontrollverlust kann man auch auf Seiten der Mitarbeiter finden, die sagen, ja, bislang war ich einfach sicher, mein Chef hat mir gesagt, was ich zu machen hat, mein Chef hat mir gesagt, was ich zu lernen habe. Eigentlich war ich auf der sicheren Seite, jetzt muss ich das selber machen. Also so gesehen gibt es schon auch eine Kulturveränderung auf Seiten der Mitarbeiter. Pauschal gesprochen, sind die Mittelständler verglichen mit den Großunternehmen, stehen die besser oder schlechter da? Also ich glaube, die Großunternehmen haben die letzten 2-3 Jahre massiv aufgeholt. Früher war das eine Domäne, wo sehr stark Mittelständler agiert haben, Leute, die eine Vision gehabt haben, die auch noch inhaltlich etwas von der Arbeit verstanden haben, die daraus rausgewachsen sind. Mittlerweile kümmern sich viele große Unternehmen auch um das Thema. Wobei natürlich schon auch eine Frage ist, wer kümmert sich in dem Unternehmen darum? Wir haben jetzt vor kurzem mal angeschaut, wer solche Trends vorantreibt. Und da muss man schon sagen, da ist bei Großunternehmen schon noch ein Nachholbedarf, jetzt bei den Leuten, die für Bildung, für Weiterbildung eigentlich verantwortlich sind, weil die noch sehr stark eigentlich dran denken, wie sie klassisch eigentlich qualifiziert haben. Klassische Qualifikation versus selbstgesteuertes Lernen. Wie kann man Mitarbeiter jetzt in Richtung selbstgesteuertes Lernen motivieren und qualifizieren? Ja, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Also im Grunde genommen die Punkte, die Sie auch gerade angesprochen haben, solche Themen wie Offenheit, Bereitschaft, Erfahrung die Bereitschaft, Erfahrung und Wissen zu teilen, sind einfach ein Thema, das jetzt wahrscheinlich nicht vom Himmel fällt. Das wird man sicher auch anschieben müssen und fördern müssen. Viele Weiterbilder in den Unternehmen wissen eigentlich heute auch gar nicht, dass es sehr viel einfacher haben als in der Vergangenheit, solche Dinge auch über eine E-Learning-Plattform eigentlich zu machen. In der Vergangenheit war es das so, dass Weiterbildungsverantwortliche doch relativ hohe Hürden gehabt haben, wenn es darum geht, wie können sie E-Learning machen. Sie haben im ersten Schritt sich anschauen müssen, haben wir eine passende Technik dazu, welches Lernmanagementsystem brauchen wir. Nächste Frage war, haben wir genügend Lizenzen für die Mitarbeiter? Dann muss man die Inhalte von jemandem entwickeln lassen. Passen die Lerninhalte auf die Plattform? Wie bringe ich mich in die Entwicklung mit ein? Was kann ich im Grobkonzept machen? Was kann ich im Feinkonzept machen? Bis man dann mal loslegen konnte, war häufig schon ein Jahr oder 1,5 Jahre vorbei. Das hat man heute eigentlich alles gar nicht mehr, weil mit den Enterprise 2.0 Plattformen hat man die ganzen Werkzeuge verfügbar, die man braucht, und die hat man flächendeckend in vielen Unternehmen verfügbar. Wenn Sie diese Übergangssituation betrachten, was wären so die 3 Main Topics, worauf Sie selber und auch anderen Ihr Augenmerk richten würden? Ja, also einmal klar zu erkennen, dass Mitarbeiter unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema haben. Es gibt Mitarbeiter, die
gerne selber mal was ausprobieren. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die sagen, gib mir ein Handbuch, dann lese ich das durch, arbeite ich das durch. Es gibt andere Mitarbeiter, die Coaching brauchen. Es gibt Mitarbeiter, die irgendwo noch ein geführtes Lernen brauchen. Im Grunde genommen ist heute wichtig zu erkennen, es gibt eben diese unterschiedlichen Herangehensweisen und man muss einfach eine breitere Palette zu dem ganzen Thema bieten. Das Zweite ist, dass man sieht, dass in den Unternehmen es darum geht, heute nicht mehr nur in der klassischen Organisationsform, in den Hierarchien zu arbeiten, dass es auch nicht mehr darum geht, in Projekten zu arbeiten. Natürlich wird die Hierarchie nicht weggehen, natürlich wird das Projektgeschäft nicht weggehen, aber man lernt heute eigentlich mehr und mehr, dass man in Arbeitsgruppen, in Teams, in Communities, auch in Online-Communities oder insbesondere in Online-Communities arbeitet. So, und wenn man in Online-Communities arbeitet, dann ist der nächste Schritt eigentlich auch die Frage, ist es nicht auch ein Möglichkeit, andere Lernszenarien zu entwickeln, also Arbeiten und Lernen enger zusammenzubringen. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt, was ich eigentlich immer spannend finde, ist, wie passt man denn eigentlich so die bestehenden Qualifizierungsthemen in so eine neue Welt eigentlich rein? Also jetzt hat jemand auf informellem Art und Weise Wissen erworben. Wie wird das im beruflichen Kontext genutzt? Wie viel Struktur, wie viel Steuerung brauchen Communities? Und das sind einfach spannende Fragen, mit denen ich mich gerne beschäftige und wo ich hoffe, dann auf der Veranstaltung ein paar Gesprächspartner dazu zu finden. Da geben Sie mir auch ein gutes Stichwort. Was wird das Thema Ihrer Session auf dem CLC sein? Also ich würde gerne einfach neue Lernmöglichkeiten diskutieren, schauen, ob es Erfahrungen da gehen. Es schon gibt im Teilnehmerkreis ein paar eigene Beispiele einbringen, weil im Grunde genommen tut sich die Welt eigentlich jetzt erst auf, die Möglichkeiten erst auf, solche Themen anzugehen, und das würde ich gerne diskutieren. Ich bin sicher, Sie werden eine Menge Mitdiskutanten bekommen. Bedanke mich für das Gespräch. Abschließende Frage: Was könnte ein Teilnehmer an Ihrer Session im optimalen Falle mitnehmen? Ein Engagement, sich neben den bestehenden Qualifizierungsformen auch mal Gedanken darüber zu machen, neue Formen für sein Unternehmen, für seinen Verantwortungsbereich zu entwickeln. Herr Niemeyer, vielen Dank für das Gespräch. Okay, Dankeschön.